www.kamikaze-radio.de, der frische Freisender aus Nordfriesland, begrüßt euch heute wieder zu einem exklusiven Interview. Einmalig in Süderbrarup heute, die Shutter & Spit Mitglieder aus Kiel. Wen habe ich da am Telefon? Ja, moin, ich bin Julian, ich spiele Bass bei Shutter & Spit. Und du machst Background-Vocals. Und Background-Vocals mache ich auch. Und neben mir sitzt Ulf, der spielt Gitarre bei uns. Ja, richtig. Ohne Background-Vocals. Ohne Background-Vocals, ja. Und da gehören ja ein paar mehr Leute zu einer Band, ne? Ja, wir sind eigentlich zu fünft und drei sind verhindert, wegen Arbeit und anderen Aktivitäten. Wir haben eine Sängerin, Svea, einen Gitarristen, Henrik und neuerdings einen Schlagzeuger, der Tim heißt. Ja, das hört sich doch nach einer vernünftigen Band an. Das mit dem Schlagzeuger wäre nämlich auch meine Frage gewesen, da ich vor kurzem erst gelesen habe, dass ihr einen sucht. Ja, das hat sich geklärt. Wir haben einen neuen, der hat vorher bei Give Me 1000 gespielt. Die Band gibt es nicht mehr, weil die Bandmitglieder verzogen sind und spielt es bei uns. Ist motiviert, ist cool, wir verstehen uns super und es geht los schon. Und er spielt verdammt geil und laut, das finde ich super. Und wir fangen jetzt auch im Dezember wieder an, Konzerte zu spielen. Am 7. Dezember in Göttingen und am 6. Dezember suchen wir ungefähr zwischen Kiel und Göttingen auch noch ein Konzert. Also wenn ihr Lust habt, uns zu buchen, dann könnt ihr das auch tun. Ja, ist ja gut, ein bisschen was für die Durchreise zu haben, ne? Ja, genau, das ist schon echt eine weite Strecke bis nach Göttingen. Und wie ist es dazu gekommen, dass sich Shutter & Spit gegründet haben? Waren das schon immer Shutter & Spit oder habt ihr vorher schon irgendwie andere Projekte gehabt? Ulf und ich hatten Projekte und für die anderen drei, also mit unserem alten Schlagzeuger, war es das erste Projekt und die Band gibt es halt seit genau 2 Jahren in etwa, ne? Es war halt so, dass wir uns nicht aus einer Meierei kennengelernt hatten und halt festgestellt haben, boah, wir haben voll Bock auf Band und dann haben wir nachher den Abend durchgesoffen und, keine Ahnung, stundenlang über Mucke und Bands und was damit alles zu tun hat, gelabert so. Man muss dann dazu sagen, dass ich ganz neu nach Kiel gezogen war zu meinem besten Kumpel, der unser Gitarrist ist, weil ich orientierungslos war und nicht wusste wohin und dann, ich habe ein Zimmer frei, zieh mal nach Kiel. Und ja, so bin ich hergekommen und das war der Anfang und dann kam Ulf und ich. Das hätte ich dich nämlich auch noch gefragt, denn aus guter Quelle weiß ich, dass du kein Urkieler bist. Ich komme eigentlich aus Bad Oldesloe zwischen Hamburg und Lübeck, also Schleswig-Holsteiner immerhin. Ne? Immerhin, ja. Das ist ja schon fast Speckgürtel von Schleswig-Holstein. Ja, genau. Und dann haben wir halt, waren wir motiviert, hatten wir richtig Bock auf Band nach so einem super Kneipenabend, wo wir uns einfach mega verstanden haben und haben angefangen zu suchen und haben die Bandmitglieder irgendwie auf lustige Weise alle eingesammelt. Ja, das war irgendwie ziemlich abgefahren. Wir saßen wieder vor der Meierei an der Feuertonne und dann haben wir halt bewusst, also wir kannten halt Max nicht und er saß halt da und hat seine Sticks dabei gehabt und hat auf dem Asphalt rumgetrommelt und das war allein schon so verdammt geil und beeindruckend, dass ich dachte, wow, Alter, jetzt müssen wir immer sofort anschnacken. Und dann so, dann direkt hin und Nummern ausgetauscht und ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag haben wir schon zusammen gezockt, das war cool. Und dann haben wir noch eingesammelt, in Anführungszeichen, also Svea kannte ich schon und wir standen mal früher mit einer Ukulele vor der Meierei, hat richtig geil gesungen, sodass auch echt, keine Ahnung, nachdem wie viele Leute da waren, 30, 40, 50, also die waren still und haben mir zugehört so, ne? Obwohl gerade irgendwie Pause zwischen zwei Bands war auf dem Konzert und das soll was heißen so, dass sie es einfach drauf hat. Dann haben wir uns irgendwie kurz beschlossen und dann ging das innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit super intensiv los mit viel Proben, viel sich kümmern und halt machen und Konzerte organisieren und so. Erst haben wir zwei Cover-Songs gemacht und dann haben wir aber gleich eigentlich beim Distillers erstmal gecovert und dann aber, dass sie bei eigenen Scheiß machen und das ist entstanden. Und dann hatten wir auch 1,5 Monate später unseren ersten Gig dann im Fab in Lübeck. Genau. Und dann ziemlich schnell danach eine Demo-Tape aufgenommen und dann ging's los halt. Aber hattet ihr denn gleich die Möglichkeit, irgendwo vernünftig zu proben oder habt ihr das bei euch im Wohnzimmer oder im Keller gemacht oder wie habt ihr das auf die Beine gestellt? Ja, wir hatten das ganz, ganz große Glück, dass wir im Bunker an der Zastrowstraße einfach sofort einen Proberaum gekriegt haben. Da war genau gerade einer frei geworden, als wir angefragt haben und wir waren einfach sofort drin, haben unseren Kram zusammen gesammelt, aufgebaut und super easy, ging sofort los. Wunderbar war das. Ja, mit der Frontfrau seid ihr ja auch in Deutschland gar nicht mehr alleine. Es wird ja immer mehr und es hat einfach Power, finde ich persönlich, das sage ich immer wieder.
Und im Endeffekt ist das eine gute Sache. Finde ich auch. Also, ich finde das super stark. Das macht einfach Laune. Da kann die Mucke auch relativ langweiliger sein, so. Das kommt einfach besser, wenn eine Frau singt, finde ich. Also, ist sie der Chef bei euch? Hat sie die Hosen an? Sie ist auf jeden Fall die härteste von uns, muss ich mal sagen. Sie muss uns auch, wenn es Stress gibt, ist sie immer die, die sagt, jetzt riecht der Sendung leer lassen. Und wir sind dann so, ja, ist schon die härteste. Aber sonst sind wir halt da schon so chefmäßig relativ gar nicht. Relativ herrschaftsfrei orientiert. Flache Hierarchien. Genau. Das Lustige ist halt, ja, ich bin halt schon der Typ, der so viel Orga-Kram macht und dafür ich glaube, er macht 90% von der gesamten Arbeit um das Musikalische drumherum. Ja, und dafür machen andere halt eher so die Kreativprozesse. Er kennt viele Leute und so tut sich das zusammen, so tut jeder seinen Teil. Und das ist halt also irgendwie das, was so eine Band ausmacht für mich. Also die Verschiedenheit der einzelnen Bandmitglieder. Und die ist bei uns auf jeden Fall sehr groß. Und auch musikalische Einflüsse, wie wir drauf sind, was wir machen, unterscheidet sich halt. Und das ist cool. Das macht aber auch super interessant. Wie würdet ihr eure Musik denn bezeichnen? Ach, da hatten wir mal super die abgefahrene, unnatürliche Bezeichnung für. Also ich bin sehr durchmischt. Also, keine Ahnung. Irgendwie so ein Hardcore-Punk, Progressive, Metal, irgendwas. Also ich sage immer einfach Hardcore-Punk und dann ist es gut. Wo ist Frage beantwortet? Ja, also es ist halt, die Leute sollen das selber reinhören. Sie verändert sich auch, also wenn man die ersten Sachen hört, das Album und jetzt schreiben wir neue Songs mit unserem neuen Schlagzeuger. Ja. Da merkt man auch sofort so, ne, dass immer so eine Summe ist, auf dem, worauf die Leute Bock haben. So. Ja. Wir haben jetzt auch, drei Proben gehabt mit unserem neuen Drummer, Tim, und haben schon zwei neue Songs. Und die sind, sehr viel punchiger und härter, finde ich. Mhm. Aber auch punkiger, also in gewisser Weise, also so, sie haben an Metal verloren, aber nicht an Härte. Also so ich okay. Ja. Kann man so sehen. Da wäre jetzt der beste Zeitpunkt, einfach mal zu hören, was das für Musik ist. Ich habe jetzt Penicillin hier drin und gut. Ja, das ist ja gar nicht so kurz. Dann können wir das einfach mal laufen lassen und dann machen wir gleich weiter mit dem Album, was ich ja jetzt schon eigentlich den Abend überspiele.